Hallöchen erstmal. Ich glaube, du musst einmal rauszoomen. Du musst einmal kurz warten. Das ist nicht meine Kamera. Guten Morgen, meine Leute. Ja, wir haben Mittwochmorgen. Erster Tag der Gamescom. Wir gehen nachher. Ich bin schon fit, war schon duschen, habe mich gerichtet. Die andere ist auch gerade aufgestanden, die richtet sich. Ich hole mir jetzt erstmal kurz Frühstück, dass wir kurz auf dem Balkon frühstücken können. Mal gucken, was es gibt. Brötchen, Fleischkäsebrötchen, Leberkäse. Mal gucken. Und dann werden wir auf die Gamescom gehen. Zum Fachbesucher-Messetag. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei und schaut zu, was wir alles filmen, was wir alles anspielen werden, werden wir heute sehen. Geht ja bis 19 Uhr. Wird ziemlich interessant, ich freue mich schon echt drauf. Und ja, ich muss gucken, wo der Metzger oder Bäcker ist. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns nachher nochmal. Ja, erster Gamescom-Tag, Mittwoch. Bis nachher. Jo, zurück meine Freunde. Ich habe jetzt Frühstück geholt. Ich muss jetzt hoch ins Apartment zurücklaufen. Und dann frühstücken wir gemütlich. Und dann geht's langsam ab zur Messe. Schauen wir mal, was so passiert. Sonnenschein haben wir auch, schönes Wetter, blauer Himmel, strahlend blauer Himmel, 28 bis 30 Grad soll es werden. Naja, ich würde mal sagen, bis später. Und zurück hier beim Frühstücken. Hallo. Jo, wir frühstücken jetzt ganz gemütlich. Sonnenschein hoch 10, direkt auf unser Fenster, unser Balkon. Und daher haben wir schön gemütlich, schön warm. Und ja, frühstücken jetzt noch gemütlich und dann geht's ab auf die Messe. Aber die Sonne hat schon in den Augen weh. Naja, ich würde mal sagen, guten und bis später, Peter. Hoho. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. We chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. So, willkommen zurück, meine Freunde vom Backtake von der. Backdeck von hier Gamescom. Ja, wir hatten gerade einen cooler Security-Mann, der hier einweist. Backdeck. Ein Kölscher Inder. Genau. Backdeck. Aber cool. Naja, wir sind jetzt auf dem Backdeck und wir laufen jetzt zum Eingang. Gehen rein, genau. Gehen dann in die Gamescom rein und schauen, was da vor sich geht. Gut schon gefüllt. Trotz, hier steht überall 5.2. Ich finde mein Auto nie wieder. Trotz Medium- und Pressetag. Müssen wir unser Parkplatz nachher wieder finden. Ja, das werden wir Parkplatz auf jeden Fall finden. Naja, wir gehen rein. Bis später. So, meine Freunde, wir sind nun in der Gamescom drinne. Gerade im Eingang reingelaufen. Sieht hier ziemlich ruhig aus. Die Hallen, wo ich jetzt sehe, auch 10 und 10.1, 10.2 sind auch ziemlich ruhig aus. Wir mussten einmal komplett den Eingang wechseln, weil die Karten einfach nicht gelesen werden konnten. Technischer Defekt. Wir mussten tausende von Leuten aus dem Eingang wechseln. Das war auch wieder lustig. Fängt wieder gut an. Wir waren jetzt kurz auf Pinkelpause. Und jetzt geht's los, die Hallen zu erkunden. Schauen wir mal, was für Games und so kommen. Und ja, würde ich sagen, wir schauen. Bis nach. Ciao.
shadow turns to sun rays, and I scheint. Draußen ist warm, die Hallen sind kalt. Die friert schon. Bei Horizon hat sie gefroren. Und hier wird sie hier
Das kann der Hände. Ja, es geht, es geht. Hat sich auch geheißt. So, jetzt gehen wir erstmal kurz in die oberen Hallen, in die Entwickler anschauen, gucken, was da so alles gibt. Vielleicht kriegen wir ja mal da noch Ark zu sehen oder so. Mal gucken, wir finden die jetzt nicht. Wir finden den Stand nicht. Die haben gesagt, die sind hier, wir haben es jetzt noch nicht gefunden. Na egal. Wir gehen weiter, wir haben noch 2 Stunden vor uns. Gucken, dass wir noch was schaffen. So viel wie möglich noch reinklatschen können. Ja, dann müssen wir die nächsten Tage nicht das tun, was die anderen auch machen. Anstehen. Genau. Dann würde ich mal sagen, bis nachher. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Wir stehen jetzt gerade an bei Metal Gear Phantom Pain. Gucken, wie das wird. Muss noch mindestens eineinhalb Stunden warten. Dann ist eh die Gamescom für heute gelaufen. Mal gucken. Ist eh schon ganz fit von alle. K.O. Schlafen. Schlafen, ja genau, schlafen. Bei Nacht vielleicht. Also, da würde ich mal sagen. Wir gucken, was hier wird. Morgen schon bei gar nicht aufstehen. Ja. Egal, bis später. Der macht nur noch Sellouts, glaubt ihm nichts. Es ist ja du alte. So, meine lieben Freunde, Ende der Gamescom 2015, dem ersten Tage. Mittwoch ist vorbei. Sind jetzt gerade raus. Sogar fast eine Stunde später, wie eigentlich man sollte, also fast 20 Uhr, 19 Uhr sollte man eigentlich raus. Ich habe nämlich mehrere Jungs mit meinem Charme um den Fingern gewickelt und habe sie für ein Video überzeugen können. Gibt's ja, zu. Genau. Aber die Kamera war ein bisschen schwer zu bedienen. Ja, wir haben ein paar YouTuber rausgezogen, besser gesagt die Dame hier. Paluten, Revi. Eine Frage, ja. Warum zockst du? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum zockst du? Warum zockst du? Das ist eine schwere Frage. Kurze Frage, warum zockst du? Und zwar kurze Frage, warum zockst du? Warum ich zocke? Weil kurze Frage, und zwar, warum zockst du? Amen, Hammer, Dena und ich weiß schon gar nicht mehr, wer alles dabei war. So viele Leute das Baby, Paluten, ja. Peterle. Ja. Haben wir auf jeden Fall rausgezogen für das Warum zockst du Projekt. Auf jeden Fall cool, dass die alle mitgemacht haben. Und wir laufen jetzt heim, schon mit einer Stunde Verspätung. Wir müssen erstmal das Auto suchen auf dem Parkdeck. Parkdeck. Und ja, schauen wir mal. War ein cooler Abend. Ja, cooler Tag. Also vor allem jetzt der Abend hier. Boah, mein Auge tränt. Die ganzen YouTuber, dass wir die noch rausfischen konnten. Die haben jetzt gerade geschlossene Gesellschaft. Haben sie ja, da oben war halt abgeschlossen. Ihr habt es vielleicht in den Videos vielleicht ganz knapp sehen können. Ja. Vielleicht ist das so eins mit reinschneidest. Es ist wirklich nur so mit dem Bändler abgesperrt worden. Und da drin befanden sich halt da gerade die ganzen YouTuber. Und da durften eben nur bestimmte YouTuber rein oder deren Freunde, die aber auf der Gästeliste standen. Jo, naja, wir haben es geschafft. Wir fahren jetzt gleich nach Hause und ich denke mal, wir melden uns noch später wieder. Dann bis nachher. So, und zurück. Endlich daheim. Daheim? Daheim? Sie ist schon fleißig am Schneiden. Nee, ich noch nicht ganz, aber fast. Aber fast. Ja, wir sind endlich daheim. Wir werden jetzt die Vlogs schneiden langsam. Dann gehen wir auch noch was essen. Aber das gehen wir privat, das filmen wir gar nicht. Da nehmen wir euch nicht mit. Ja, ich habe auch schon Kopfweh langsam. Ja, das reicht jetzt für heute. Wir haben noch ein paar Sachen gekriegt. Einmal Horizon Posters. Horizon Posters, dann haben wir zweimal Spiel gewonnen. Das ist irgendwie The Burrow, yeah. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Voll die komische Hülle, ist ab 18 das Spiel. Die, vor allen Dingen die ab 16er Version war nicht geschwärzt vorne auf dem Bild. Weil die ist geschwärzt. Komischerweise haben wir 2 Stück gewonnen und haben wir Magazine gekriegt und Geschenkegutscheine. Ich kann das Spiel mal in die Hand drücken, dann kann ich nebenbei gleich mal fummeln, was da drin ist. Fummeln? Oh.
Oh ja, ich will fummeln. Da ist eine CD noch drin, weiß ja. Ich was. Gucken wir mal kurz rein. Jetzt ist dieser. Nein, du willst nichts. Zwei CDs. Wow. Computerspiele. Wow. Interessant. Hier, darfst du lesen? Hätte ich gesagt, die Bild. Die Bild. Computer. Bild. Ja. Oh, und, weil wir ja Black Ops waren, haben wir auch ein Black Ops 3 T-Shirt bekommen. Wow. Und sie macht schon alles kaputt. Ja, die kleben so erst nicht. Haben wir gekriegt. Mal gucken, ob ich meine Sachen verlos. Die brauche ich alles nicht unbedingt. Das Spiel, T-Shirt. Assassin's Creed mal gucken. Liberation HD. Wow. Ja, mal gucken. Werden wir wahrscheinlich verlosen, oder ich zumindest meine Sachen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr reinschreiben, wo ich es losen soll, dann mache ich das. Ja, wir waren heute echt vier Spielen. Ja, wir waren hier einmal in Horizon, Until Dawn, Black Ops 3 und am Ende noch Metal Gear Phantom Pain. Also vier coole Spiele für die PlayStation 4. Sie hat die Krise gekriegt, weil sie nicht damit klarkam, aber sonst... Ja, ich habe einfach bei Black Ops... Ich war stinksauer, ich wollte mit dir vielleicht nicht mehr reden. Ich war so sauer auf dich. Ich habe 35 Tote gehabt in einem Spiel. Oh. 35 Tote und insgesamt 4 Kills habe ich gemacht. Ist halt, wenn man schlecht ist. So ist es halt. Ich war halt der Beste. Nee, du warst nicht der Beste, du warst zweiter Platz, okay? Okay, einmal Zweiter beim ersten Spiel, beim anderen Spiel war ich Erster. Also bei Hardpoint war ich Zweiter und bei Kill Confirmed war ich Erster. So. Pro-Gamer ist halt wieder am Start, obwohl ich ein Jahr kein Call of Duty gespielt habe. Habe ich sie platt gemacht. Ah, easy peasy. Ja, aber egal. Die Reviews zum Spiel gibt es auf jeden Fall alle vier. So ein bisschen so Meinungen, wie das Spiel war. Kommt separat dann zu jedem Spiel. Und ja, wir werden jetzt hier ein Ende bereiten für diesen Tag. Schneiden. Das ist ja genug, was wir haben. Genug Material. Morgen geht's weiter. Morgen wenn früher. Morgen geht es um 10 Uhr schon Einlass, zack, geht's rein, dann müssen wir schon um 9 Uhr da sein ungefähr, dass wir wirklich reinkommen. Und ja, was haben wir da noch? Nicht viel. Nichts mehr eigentlich. War ein cooler Abend, cooler Tag, coole Aktion. Vor allen Dingen sind wir ja dann noch ein bisschen länger geblieben, um 19 Uhr hätten wir eigentlich raus sein oder draußen sein sollen. Haben aber dann entdeckt, dass bei dem YouTube-Stand bzw. YouTube-Bühne dann plötzlich anfängt es sich zu tummeln. Und dann haben wir eben Paluten, Revi, Dena, Peterle, Sarraza, Benny. Wen haben wir noch getroffen? Also fast alle also, waren da. Also von daher, da haben wir ja welche rausgeguckt, das haben wir ja schon gesagt. Deswegen waren wir ja fast eine Stunde länger da. Aber kann man sagen, cool. Der erste Tag, echt nice, also Medientag und Pressetag ist echt chillig, weil man kommt echt zeitlich überall durch, man hat genug Platz, es staut sich nicht, also gefällt mir, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht mal früher. Und ja, wollen wir sagen, das war ein erster cooler Tag. Doch, ja, das und auf jeden Fall. Geht es weiter, wollte ich mal sagen. Lasst einen anderen Kommentar und schaut Mo weiter rein. Wenn ihr die Hinfahrt noch nicht gesehen habt, guckt die Hinfahrt noch hin. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal und bis morgen. Ciao.